Ich weiß nicht, was ich FF14 machen soll. Oh, kenne ich aber, kenne ich. Es geht mir meistens auch so. Weil diesen Schaden spiele ich ja tatsächlich nur im Stream. Und eigentlich habe ich mit meinem 90er so viel zu tun. Und meistens sitze ich da und denke mir, was soll ich machen? Ich habe nichts zu tun. Ich fühle das. Ich fühle das. Und wenn man nicht schlafen kann, ist es jetzt recht beschissen. Da steht immer noch die halbnackte Mikote. Also der halbnackte Mikote. Jetzt sehen wir, jetzt hat er was an. Jetzt muss er sich nur noch ein Höschen holen. Komm, du bist Level 60 und hast was für Klassen da. Also hast du die anderen Add-ons noch nicht? Oder die kostenlose? Also die Free-Version? Na gut, ja. Das ist dann etwas schwieriger. Außer halt die ganzen Klassen hochzuziehen und Relikt zu holen und, ne? Hab nur Standard. Ah, okay. Halbnackte Frau wäre besser. Ich weiß, Darky. Ich weiß. Jetzt hat er wenigstens alles aus seiner Hose. Aber halbnackte Frauen hatten wir heute auch schon. Halbnackte Frauen hatten wir heute auch. Was ist denn nun schon wieder? Kannst du einem alten Mann nicht mal ein bisschen Ruhe gönnen? Nein, können wir nicht. Vital, das sind die Hornissen und Stacheln, du. Du hast so viel trainiert, wie ich eins in Knochenbleich. Ha, diese Hornissen wirken sind ziemlich lästige Dinger. Die haben mich zahllose Male gestochen. Ich kann mich nur allzu gut daran erinnern. Der Schmerz war nahezu unerträglich, aber ich habe stets die Zähne zusammengebissen. Ach, wie die Erinnerung an meine Jugend zurückkehren. Was gebe ich doch dafür, diese Zeit noch einmal zu erleben. Daher, ich möchte, dass du gegen mich kämpfst. Jetzt und hier. Ruf mir in Erinnerung, wie es ist, wieder jung zu sein. Nichts zu verlieren zu haben und mit einer glorreichen Zukunft vor Augen. Ich habe gerade eine Vorliebe für Heiler. Oh, Heiler sind toll. White Mage Main, unter anderem. Ich liebe Heiler. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Vielleicht höre ich auch andere einfach nur gern betteln, wenn sie geheilt werden wollen. 60er White Mage und 58er Astro. Mit dem Astro komme ich tatsächlich noch nicht ganz so klar. Den Gelehrten finde ich cool. An Sage bin ich halt gerade dran. Aber das ist ja eher eine Klasse, die dann zu Endwalker kommt. Also der Weise, der ist ja eine Endwalker-Klasse. Und ja. Mit dem Astro habe ich noch nicht so viel gespielt. Ich, ja. Ich bin auch noch nicht ganz im Reinen mit der Klasse. Alle Heiler auf 90, außer der Weite. Schande über dich, Gary. Schande. Wie kannst du den White Mage nicht auf 90 haben? Nein, alles gut. Also muss ich sagen, vom Sehen her finde ich den nicht gut, gerade im gleichen Trupp. Nicht? Wieso denn nicht? Also ich finde den halt eigentlich ganz geil, weil du halt mit dem Damage machen kannst und halt über Schaden halt. Das finde ich halt an dem eigentlich richtig, richtig cool. Gut, die Waffen finde ich jetzt nicht so geil. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Es gibt geile Versionen von diesen Waffen. Aber, ja. Aber an sich finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich habe den halt auch noch nicht lange gespielt. Weiß gar nicht, auf was ich den habe. 72, 73. Also viel habe ich noch nicht mit dem gespielt. Da habe ich noch nicht in die großen Inis mit dem reingetraut. Also in die ganz, ganz großen. Bei den Göttern. Ich habe mich lange nicht so lebendig gefühlt. Gegen dich zu kämpfen ist wie gegen eine jüngere Version von mir anzutreten. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für diese alten Knochen. Ich werde an meinem Comeback arbeiten. Du wirst schon sehen. Haha, was treibst du da, alter Mann? Lernst du das Laufen? Ach nicht, der schon wieder. Hi. Du bist weg, Verbreitaxt. So hat mich schon lange keiner mehr genannt. Nicht seit dem Tag, an dem du mich im Kolosseum gedemütigt hast. Danach habe ich den Showkämpfen den Rücken gekehrt. Eine Zeit lang habe ich mich einfach treiben lassen.
bis er schließlich bei den Alakranen eine neue Heimat fand. Dieser junge Rokuta arbeitet jetzt für mich. Bis vor kurzem hatte ich allerdings nicht den blassesten Schimmer, dass er zuvor unter der Götterfaust trainiert hat. Aber wie ich höre, ist Götterfaust nur noch ein Name dieser Tage. Wie schläft es sich so in dem Wissen, kraftlos und unbedeutend geworden zu sein? Wenn du Schlafprobleme hast, solltest du es mal mit einer Prise Somnus versuchen. Ich würde dir sogar eine kostenlose Probe zukommen lassen. Vielleicht doch lieber nicht. Ein tätriger alter Mann wie du würde wohl nie wieder aufwachen. Haha. Nerodi, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Und herzlich willkommen hier bei den Sanftboten. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Achso, das hatte ich ja gerade gelesen. Achso, ist halt viele Sachen gleichzeitig machen. Gerade am leichtesten, im leichten Trupp. Macht mir aber mega Spaß. Also am Astro muss ich mich echt nochmal... Ich habe Respekt vor Astro. Und auch vor jedem, der den spielen kann. Aber wie gesagt, den habe ich, ich glaube, in einer Indie mal gespielt. In einer einzigen. Oder vielleicht auch zwei. Ich weiß es nicht genau. So lange habe ich den nicht gespielt. Ich war mit den Karten überfordert. Astro macht mega Fun. Ich weiß, das hast du schon öfters gesagt, Kitty. Das hast du öfters schon. Mein Augenmerk liegt zurzeit eher auf den DDs, die ich hochziehe. Ich glaube, auf dem 90er, den ich habe, spiele ich ja gerade den Samurai hoch. Der ist, meine ich, auf 82, 83. Halt den Rand weg, Fahr, oder ich stopfe dir dein dreckiges Mundwerk. Sachte, wie wär's mit einem etwas zivilisierteren Umgangston? Immerhin sind wir alte Freunde. Und Freunde helfen einander. Du hast doch von einem Combat gesprochen. Wenn du es damit ernst meinst, reich ich dir gerne eine helfende Hand. Was hältst du von einer Revanche, um dich besser zu motivieren? Natürlich in aller Öffentlichkeit, ganz so wie damals. Ach ja, und wir bräuchten zudem einen passenden Preis. Sagen wir, der Gewinner bekommt die Faustkämpfergilde. Was? Das ist ja lächerlich. Meister, dem solltet ihr nicht zustimmen. Das musste dein kleines Kindermädchen sein. Sei unbesorgt. Wenn ich erstmal die Gilde übernommen habe, werde ich sie als meine persönliche Assistentin behalten. Er ist ganz schön von sich selbst überzeugt. Wollt ihr wirklich gegen ihn kämpfen? Hab keine Angst, Shoto. Meister? Adaria, ich möchte dich ja nicht allzu sehr unter Druck setzen. Aber das Schicksal der Gilde ruht auf deinen Schultern. Aber sollst du nicht kämpfen? Ich kann es nicht fassen. Irgendwie tut mir der Lala tatsächlich leid. Sie ist halt einfach verzweifelt mit dem Kerl. Hör mir zu, Shoto. Ich weiß, ich kann es schaffen. Adaria muss einfach nur weiterhin stärker werden, so wie sie es bisher getan hat. Gegen sie zu kämpfen, erweckt die Erinnerung an den Mann, der ich einst war. Wieder zum Leben. Und ich bin zuversichtlich, bald wieder dieser Mann zu werden. Waren das nicht alles Dragoons? Ich glaube, Dragoons und dieser komische Wegverfahren Marodeur, also ein Krieger, meine ich. Der hatte, glaube ich, eine Axt hinten drauf. Also, ja. Den Karten ist eigentlich recht einfach zu merken. Ich kann es mir tatsächlich nicht merken. Aber wie gesagt, einfach zu wenig gespielt. Ich glaube, wenn ein bisschen Routine reinkommt, dann könnte ich den bestimmt spielen. Also so ist es nicht. Ich habe es halt noch nicht direkt versucht. Zweimal gespielt, einmal gespielt. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Und ja. Aber mal gucken. In diesem Durchlauf versuche ich ja alle auf 90 zu kriegen. Irgendwann habe ich's. Ich kann dich gut verstehen, wenn du dir Sorgen wegen des Kampfes machst. Ich verschließe meine Augen nicht vor der Realität. Wenn ich Werk vor allem meinem jetzigen Zustand gegenüber trete, lege ich in kürzester Zeit auf der Matte oder in meinem eigenen Blutlache. Aber ich bin fest entschlossen zu gewinnen und mit deiner Hilfe werde ich das schaffen. Du versetzt mein Kampfgeist in Rage. Also trainiere fleißig weiter und ich verspreche, es dir gleich zu tun. Kehre zu mir zurück, wenn du stärker geworden bist. Und wir werden unser Training gemeinsam fortsetzen. Yay! Ach, sagen die egal, was ich nehme. Spiele erst so seit Sonntagszirko. Okay. Hier ist sehr nice.
Wie lange spielst du denn allgemein schon FF? Mit jedem Mal, dass ich dich sehe, erinnerst du mich mehr und mehr an mich selbst in jungen Jahren. Wenn du so weitermachst, wird dir schon bald keiner mehr etwas vormachen können. Nun denn, ich vermute, du bist zum Lernen hier. Leider kann ich in meinem derzeitigen Zustand nicht unterrichten. Es ist mir etwas peinlich, aber in meinem Eifer, mich auf den bevorstehenden Rückkampf vorzubereiten, habe ich es wohl etwas übertrieben und mir den Rücken verrenkt. Toshuto wird sich daher deine Ausbildung annehmen. Ah, sie schon wieder, ja, gut. Ist klar. Die Aussicht, seinem alten Rivalen gegenüberzutreten, hat das Feuer in Meister Hamon wieder zum Leben erweckt. Ich bin so erleichtert, dass er wieder ein Ziel vor Augen hat. Nun muss er sich nur noch etwas besser im Zaum halten können, um sich nicht ständig zu verletzen. Aber lass uns lieber über deine Lektion reden. Wenn du so weit bist, würdest du mich in Klein Alamigo treffen. Ich habe da eine Herausforderung im Kopf, die du sicherlich stimulierend finden wirst. Okay, das sind ganz seltsame Formen, Mann. Ich will nichts Stimulierendes. Wenn ich lange Pause gemacht habe, zuletzt kurz 5.3 angespielt. Ah, okay. Wie gesagt, ich spiele seit... Na gut, das hatte ich ja in den ersten, vor einigen Stunden erwähnt. Ich spiele tatsächlich erst seit 1,5 Jahren. Ich nähere mich langsam dem zweiten Jahr. Und ich lerne immer noch jede Menge dazu. Ich bin immer noch nicht ganz 100% firm in diesem Game. Allein was Crafter, Sammler, Relikt, Savage und sowas angeht, muss ich noch einiges machen. Ich habe vieles, vieles in der FF noch nicht erledigt, noch nicht gemacht, noch nicht fertig. Ich bin mal gespannt, wie viel wir mit dem Schrei hier schaffen. Hallo, Shushuto. Ich glaube, ich erinnere mich hier dran. Das habe ich ja schon mal gesehen. Ah, ich habe schon auf dich gewartet, Alter. Dein heutiges Training wird daraus bestehen, das Training von Meister Hamon vorzubereiten. Ich habe einige Holzpuppen mitgebracht und ich möchte, dass du diese an bestimmten Orten aufstellst. Das Ganze ist übrigens keine stumpfsinnige Plackerei. Diese Orte sind voller Gefahren, die deinen Fähigkeiten einiges abverlangen sollten. Verlass dich auf deine Fähigkeiten, erinnere dich an dein Training, wenn du es mit gefährlichen Gegnern aufnehmen musst. Und du wirst nichts zu befürchten haben. Und nun los mit dir, Daya. Geh und stelle die Holzpuppen auf. Ich werde hier auf dich warten. Nicht stumpfsinnig, hä? Verteilen sie alles am Arsch der Welt. Gut. Eins. Das sind die Holzpuppen. So ein bisschen kommen wir ja wenigstens voran. Ich weiß gar nicht, gab es einen? Nee. Doch, es gab zwei 30er, ne? Und zwei 30er Quests. Mal gucken, ob wir die heute noch schaffen. Wäre natürlich geil. Morgen dann den Sammler. Also den Gärtner. Die Sammler. Vielleicht schaffen wir sogar ein bisschen Hauptstory. Mal gucken. Je nachdem, wie lange wir für den Gärtner brauchen. Wir werden auf jeden Fall viele, viele Freibriefe machen. Plus halt die Klassenquests. Ja, dann kann ich mich bald an den Minenarbeiter setzen. Und dann kommt die Quest. Oh, das wird ganz furchtbar. Ihr Crafter, da graut es mir vor. Die Sammler gehen noch. Die Crafter sind ganz schlimm. Wobei, eigentlich sind die Sammler auch ganz schlimm, aber es ist immer noch besser als... Wobei manche Crafter gehen, wenn ich einfach nur eine gewisse Anzahl an Items habe und dann einfach irgendwas herstellen. 200, 300 Stück. Dann gib ihm.
In der Zeit räume ich meistens die Wohnung auf. Der Beachte geht alles recht einfach. Ja, ich will ja nicht hochkaufen. Ich will ja keinen Boost verwenden. Also beziehungsweise, ja gut, doch, ich hab ja den hier. Ich hab ja den Routine-Bonus. Das meinst du wahrscheinlich. Ja. Sollte recht schnell gehen, hoffe ich. Also beim Fischer ging's. Aber auch nur, weil ich große Fahrt gemacht habe. Huch. Große Fahrt geht ja sowieso ganz fix. Selbst ohne Bonus. Selbst ohne Bonus geht das ganz. Ja, okay. Denn ja. Ich habe mich ja korrigiert. Ich vergesse immer, dass ich den Bonus hier oben habe. Ich vergesse das jedes Mal. Wenn die meisten mit Booster ankommen, dann meinen sie meistens tatsächlich hochkaufen. Ganz schlimm immer. Ich habe ja ein einziges Mal, das war aber für eine Freundin, hatte ich mir mal was hochgekauft, damit ich mit ihr spielen konnte. Weil sie schneller war als ich, weil ich halt keine Zeit hatte zum Spielen. Das war das einzige Mal. Seitdem nicht mehr. Weil ich hatte halt keinen Charme, mit dem ich spielen konnte, außer halt mein 90er und mit dem wollte ich halt, konnte ich halt die Story nicht weitermachen. Weil kommt ja auch die neue Stimme-Quest-Reihe für Sammler von 80 auf 90. Oh. Ja, es ist, muss ich irgendwie zusehen, dass ich auf meinem anderen Char mal einen Sammler auf 80 kriege. Ich glaube, da ist mein höchster auf 65, 66. Das heißt, da hätte ich eigentlich noch was zu tun. Ich müsste eigentlich auch die Hildebrand-Reihe machen. Aber vor der sträube ich mich tatsächlich. Ich mag die überhaupt nicht. Ich bin kein Fan von Hildi. Gar nicht, gar nicht. Das waren nicht vor allem die Inhalte. Ja. Ich habe zwar viel Humor, aber das ist so bekloppt. Das ist einfach nur. Hui. Hilfe. Ausgezeichnete Arbeit, Herr Daria. Nun ist alles bereit für Meister Hamons Training. Ach, da kommt der wieder. Der kleine Fregel. Was machst du denn hier? Diese Abenteuerin hat einen schlechten Einfluss auf Meister Hamon. Ich werde dafür sorgen, dass sie ihn nicht mehr belästigt. Wovon redest du? Aldaria ist das Beste, was dem Meister seit vielen Jahren passiert ist. Ich werde nicht zulassen, dass du dich da einmischst. Kampf der Lalas! Wir lassen den Lala kämpfen. Aber wie klein die Viecher einfach sind. Eigentlich müssten sie den Lala auch aufgreifen können. Komm, wir hetzen ihn einfach auf den Lala. Aber der kleine Lala, da haut echt rein, ne? Die haut echt rein. Kommt wahrscheinlich gleich noch was? Oh, ja.
Okay, und fällt um. Warum, Norokuja? Warum bist du so erpicht darauf, deinem eigenen Meister zu schaden und seine Gilde zu ruinieren? Du verstehst das völlig falsch. Ich möchte dem Meister doch nur helfen. Ich versuche mal zu schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht dir. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal für dein Follow und dass du reingeschaut hast. Dann hoffe ich, dass du schlafen kannst und dir morgen einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Es ist wahr, dass ich die Gilde verließ, nachdem ich den Meister in diesem schwächlichen Zustand sah. Und es ist wahr, dass ich mich als zwielichtigen Typen aus der Unterwelt eingelassen habe. Aber wo sollte ich auch hingehen? Ich, ein Flüchtling ohne ein Deal in der Tasche. Bin auch raus. Gute Nacht, Daki. Danke, dass du nochmal reingeschaut hast. Heute bin ich ja ein bisschen länger da. Ausnahmsweise. Hat sich so ergeben. Aber bei all den unschönen Dingen, die ich getan habe, habe ich doch nicht vergessen, was ich Meister haben und schuldig bin. Darum möchte ich ihm diese törichte Idee, gegen Wegfahrer zu kämpfen, austreiben. Du kennst diesen Mann nicht so gut wie ich, Shoshuto. Sollte es zu einem Rückkampf kommen, fürchte ich Meister haben und könnte dabei sein Leben lassen. Es ist mir egal, dass der Meister schwach geworden ist. Ich möchte, dass er lebt, auch wenn er dazu seinen Stolz überwinden muss. Oh, Kuda, du hattest es nur noch nie so mit Worten. Aber nun, da ich deine Motive kenne, kann ich dir versichern, dass kein Grund zur Sorge besteht. Mit der Hilfe von Aldaria wird der Meister schon bald wieder zur alten Stärke gelangen. Und wenn der Tag des Rückkampfs gekommen ist, wird er diesen abscheulichen Wegfahrer in die sieben Höhlen und zurückprügeln. Es freut mich, das zu hören, aber ich werde auch in meiner jetzigen Lage nicht helfen können. Shoshuto, Aldaria, ihr müsst euch um Meister haben und kümmern. Oh. Bei den Göttern, das war wahrlich befreiend. Mit Rokuta zu boxen und seinen wahren Absichten zu erfahren, da fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Lass uns zur Gilde zurückkehren, Aldaria. Du hast genug trainiert. Es wird Zeit, dass Meister Harmon es dir gleich tut. Lalas sind ein komisches Volk. Aber sie sind süß. Sie sind wirklich cute. Und zurück. Dann bleibt dann ja nur noch die 230er. Die machen wir auf jeden Fall noch. Die 2. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und sie laufen komisch. Ja. Sie machen komische Geräusche, wenn sie kämpfen. Sie sind immer so piepsig. Aber Lala sind knuffig. Unsere kleinen Kartoffeln. Wobei ich sagen muss, Mikoten sind trotzdem noch mein Lieblingsvolk. Weil Katze. Zu den Rotkern kann ich nichts sagen, weil es gibt ja keinen weiblichen. Noch nicht jedenfalls. Willkommen zurück, Aldaria. Ich habe gehört, du warst so nett, die Holzpuppen für mich aufzustellen. Bei den Göttern, Mädel, musstest du sie denn ausgerechnet an solch gefährlichen Orten aufstellen? Dann hat Shoshuto noch meinen Grog versteckt und rückt diesen nicht wieder raus, ehe ich mein Training beendet habe. Wie soll ich denn nun meinen Schleim lösen? Aus dem Mädel wird mal eine ausgezeichnete Gildenmeisterin werden. Natürlich habe ich auch von Rokuta gehört. Trotz all seiner Fehler hat der Junge doch ein gutes Herz. Ich weiß seine Sorge, um mich zu schätzen, aber ich werde nicht vorweg davon laufen. Niemals. Und deswegen werde ich jetzt losziehen und ein paar Holzpuppen umhauen. Nicht nachlassen, Aldaria, sonst fällst du noch weiter hinter mir zurück. Bitte was? Ich hinter dir zurückfallen? Ja, das sind sie ja. Wobei Auras halt auch ganz, ganz cool sind. Selbst die Vieras mag ich, aber Vieras sind halt wirklich eher so sexy. Finde ich. Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass ich alle Holzpuppen finden und umhauen konnte. Du hast sie an äußerst geeigneten Orten aufgestellt, Mädel. Wegen dir bin ich beinahe 1000 Tode gestorben. Aber was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Und ich fühle mich so stark wie lange nicht mehr. Genau genommen bin ich nicht weit davon entfernt, zu meiner alten Form zurückzufinden. Nur noch ein letzter Schritt und der besteht darin, erneut gegen dich anzutreten. Du solltest dich mit mir in der Sargoli-Wüste treffen, an einem Ort, der vergessenen Oase genannt wird. Dort gibt es die hübschesten Mikoten-Mädels in diesem Tal von Eosea, bei den Göttern. Ich kann es kaum erwarten, mich erneut an ihrem Anblick zu erfreuen.
Du Sau! Nur deswegen mag er Migroten. Wenn die Migroten können auch sehr sexy sein, das stimmt. Ich liebe halt allgemein Katzen. Oh, ich will's haben. Oh mein Gott, ich will's haben. Geiler wäre es natürlich, wenn es für jede Klasse eine andere Farbe gäbe und nicht nur zwei, aber egal. Stört mich, dass die Helme nicht angezeigt werden. Genau wie bei den Podcast. Das finde ich bei Viere gar nicht mehr so schlimm. Ich finde es halt einfach nur unlogisch, weil bei Katzen geht es, bei Viera geht es nicht. Das ist halt, das ergibt halt eigentlich keinen Sinn. Aber stören in dem Sinne tut es mich ja gar nicht, weil die meisten, ich bin kein Helmtyp und auch kein Huttyp. Das einzige ist halt Diademe. Weswegen ich es schade finde. Diademe sind halt echt nice. Ich weiß, was habe ich hier bei dem hier? Oh Gott. Wobei, das hier geht sogar. Das ist auch etwas, das geht. Kann ich sogar mal anlassen. Ganz in Ordnung. Diese Landschaft ruft Erinnerungen in mir wach. Sand, soweit das Auge reicht. Kristallklares Quellwasser, das die Füße kühlt. Spärlich bekleidete Mädels, die vergnügt ein Bad nehmen. Ha, ich kann mich gut an diese Dinge erinnern. Aber mein Körper hat die nahtlosen Kombinationen vergessen, die mir dem Beinamen Götterfaust eingebracht haben. Um wieder ein Gefühl für sie zu bekommen, möchte ich noch einmal mit dir kämpfen. Aber bevor wir anfangen, solltest du dich zunächst etwas aufwärmen. Begib dich über die Dünen im Süden und besiege 5 Sandwürmer. Ich werde hier auf dich warten. Wie bitte? Ob ich mich nicht aufwärmen müsste? Oh, keine Sorge, das habe ich längst getan. Wenn du nicht von einem rustigen Kreis erledigt werden willst, solltest du dich lieber sputen und dich um diese Sandwürmer kümmern. Ja. Ich habe schon ein paar Schicke gehütet, deswegen nervt es mich. Da bin ich eben in Katze. Ja, noch in der Katze. So, ich freue mich immer, wenn man andere Katzen trifft. Man merkt doch gar nicht, dass ich Katzen verliebt bin. Tut's. Aber das Emote ist auch so süß. Es ist so süß, das Emote. Ich will auch. Das ist auch haben. Hab auch privat eine Katze. No. Ich auch. 3 Stück. Was hast du denn für eine Katze? Jetzt beginnt der Katzentalk wieder. Aha. Ich habe gestern übrigens im Stream erstmal eine halbe Stunde lang meine Katzen gezeigt. Ja, ich glaube, es war gestern. Doch, es war gestern. Das ist schon eine Schatze. Die sieht man besonders gut im Dunkeln. Ich wollte tatsächlich früher immer eine schwarze Katze haben. Ich hatte einen ganz weißen. Mit 2 verschiedenen Augenfarben. Ein grünes und ein blaues. Ja, da lebt der Kleine nicht mehr. Mal ist ein Fleck am Hals. No. Ich schmelze gerade nur dahin. Alles gut. Ich liebe Katzen. Katzen sind toll. Ich freue mich auch schon, wenn wir dann halt endlich umgezogen sind. Kann ich vielleicht endlich mal schaffen, eine Catcam einzurichten? Dann seht ihr auch mal meine Katzen. Wobei, ich glaube, bei dem einen Kater wird es unnötig, weil der liegt sowieso die ganze Zeit vor der Tastatur. Bin mit Katzen aufgewachsen. Ja, ich auch. Ich glaube, seit meinem ersten Lebensjahr. Erst oder zweiten. Wir hatten erst, also wir hatten immer 2 Katzen. Also, wir hatten nie nur einen Kater. Außer ich eine kurze Zeit, aber das ging halt nicht anders. Weil ich da halt allein gewohnt hatte. Und wir schon 2 Kater hatten. Ich aber noch nicht zu meinem Freund, oder ja doch zu dem Zeitpunkt noch Freund, ziehen konnte. Mittlerweile sind sie ja zu dritt, Gott sei Dank.
Ansonsten hatten wir ja immer zwei Katzen. Und das eine war reine Hauskater, hieß Momo. Das war mein kleiner Spatz. Leider viel zu früh gestorbener Kleine. Der andere hieß Merlin. War eine Mischung aus Perser und Hauskatze, aber mehr Hauskatze als Perser. Das Einzige, was er vom Perser hatte, war, dass er ein Fluff war. Er war einfach nur ein Fluff. Er hatte auch nicht dieses eingedautschte Gesicht, was Perser hatten. Wir haben. Er hat halt ein ganz normales Gesicht gehabt und ne. Er hat auch länger gelebt als der andere. Gestorben ist er an einem gebrochenen Herzen. Er hatte eigentlich einen Tumor. Der konnte aber rausoperiert werden. Da sein Weggefährte aber gestorben ist, hat er eigentlich nur so lange durchgehalten, bis wir halt einen neuen Kater hatten. Dem hat er gefühlt die ganzen Hausregeln erstmal erklärt und dann ist er ganz, ganz langsam eingeschlafen im Arm meiner Mutter. Ist jetzt aber auch schon, ich weiß gar nicht, wann war das? 2012, 2013? 2 Jahre bevor ich ausgezogen bin, glaube ich. Und jetzt habe ich einen 10 Jahre alten Kater, einen 8-Jährigen und einen, ich glaube, 6-Jährigen. Oder 5? Oh ja. Ja, Merlin hat. Das ist das Kuriose. Meine Mutter hat eine Woche lang durchgearbeitet tatsächlich. Und der Kater hat so lange durchgehalten, bis meine Mutter ihren ersten freien Tag hatte. Und er hat sich irgendwann auch nicht mehr aus der Küche rausbewegt. Er lag halt die ganze Zeit in den Waschständer. Da hatte ich ihn dann halt auf Decken und sowas, ne? Hatte ich ihm alles hingelegt, weil er kam halt überhaupt nicht mehr weg. Und ja, dann ist er halt irgendwie, ich glaube, er ist noch einmal aufgestanden, ist dann einmal zusammengesackt. Meine Mutter saß dann halt noch neben ihm und dann ist er langsam eingeschlafen. Er ist 14 geworden. Und war 14. Und der andere, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 12 oder 13. Der andere ist halt durch Wasser in der Lunge gestorben. Leider. Er hatte zu viel Wasser in der Lunge und wir haben es zu spät gesehen. Zumindest meine Eltern hatten es zu spät gesehen. Und da der auch noch panische Angst vor Tierärzten hatte, hat er sich halt, ja. Der hat sich leider in den Tod geschrien. Da kam dann jede Hilfe zu spät. Für das arme Tierchen. Ich heule heute noch Rotz mit Wasser. Das ist einfach nur furchtbar. Ich hasse es, wenn meine Tiere gehen. Und einer ist tatsächlich vergiftet worden. Einer hat Gift abbekommen. Er wurde Steinreiniger, oder es hat den Steinreiniger gelatscht und ja. Einer hat es überlebt, der andere nicht. Und jetzt, ich bin tatsächlich froh, dass mein 10 Jahre alter Kater, also Salem, mit seiner Gastritis auch ganz gut lebt. Er hatte eine Operation vor 3 Jahren. Die hat er ganz gut überstanden. Seitdem hat er einmal im Jahr halt wirklich ganz großes Erbrechen. Dann geht's einmal zack zum Arzt. Da warte ich auch nicht lang. Kriegt besonderes Futter. Und ja. Deswegen werde ich mir niemals draußen Katzen holen. Könnte ich auch nicht. Das ist ganz. Nee. Ich müsste halt jedes Mal in Angst leben, dass jemand die Tiere entweder überfährt, vergiftet oder sonstiges. Ich habe ja sogar jedes Mal Angst, wenn wir mit dem Hund draußen sind und wir haben halt jemand hier in der Gegend oder ne, es gibt halt Leute hier in der Gegend, die halt auch Giftköder und alles ausstreuen. Oder halt Köder mit Rasierklingen und sowas. Und ich habe jedes Mal Angst, oder ich bin verdammt froh, dass eigentlich unser Hund sowas allgemein nicht ist, aber ich habe trotzdem Angst, dass sie es irgendwann mal fressen könnte. Also, nee. Das kann ja unter jedem Blatt, unter jedem Strauch sein. Sie braucht es auch vielleicht einfach nur nicht mehr fressen, sondern einfach nur unter einem Stock sein, den sie aufhebt. Dann hat sie es auch mit dem Maul.
Also, nee. Und das sind bei Katzen auch noch. Ich hätte keine ruhige Minute. Das Einzige, wie meine Katzen rausgehen, ist aber auch nur einer. Das ist tatsächlich Salem. Er liebt es, draußen zu sein. Ich gehe mit ihm im Garten. Er hat halt, ne, so eine ganz normale Katzenleine. Also die ist auch nicht um den Hals. Das ist ein richtiges Geschirr. Fühlt er sich pudelwohl drin. Da kann er den ganzen Tag drin liegen. Ich frage mich zwar immer, wieso, aber der findet das richtig toll. Und dann gehe ich mit dem damit in den Garten. Leine ist lang genug, damit kann er spielen, ohne sich zu verfangen. Und ja. Er darf nur keine Insekten fressen, dann geht seine Gastritis los. Gut, Rasen frisst er auch nicht. Habe auch schon bei wem gehört, dass er einen Giftköder gefressen hat, weil er gestorben ist. Verstehst du Leute auch nicht? Nein, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was bringt das den Leuten? Ich meine, warum wollen Leute Tiere um? Warum? Nee. Da gibt es keine vernünftige Erklärung für. Ich meine, wenn man Tiere nicht ab kann, dann hält man sich fern von Tieren. Fertig. Lässt andere ihr Leben leben mit ihren Vierbeinern. Was gibt das den Menschen, wenn sie wissentlich andere Tiere gefährden? Damit teilweise auch noch Menschen. Weil was macht's mit den Menschen, wenn jemand seinen Hund oder seine Katze an einem Köder sterben sieht? Das ist unbegreiflich. Verstehe ich einfach nicht. Und so Sachen. Dafür hasse ich den Menschen. Das sind mir Tiere lieber. Das Thema hatten wir ja gestern. Da haben wir, glaube ich, auch eine Stunde. Eine Stunde mindestens über Tiere und Tierheime und was weiß ich geredet. Zum Leidwesen von Kitty, wir wollten ja eigentlich ESO spielen. ESO war dann zweitrangig. Da ging es dann um die Tiere. Du hast die Sandwürmer beseitigt. Wunderbar, dann kann das richtige Training ja nun beginnen. Dank dir habe ich einen Großteil meiner alten Stärke wiedererlangt. Ich bin zuversichtlich, wieder mit den Besten mithalten zu können. Aber wenn ich Wegfahr besiegen möchte, muss ich mich an meine nahtlose Kombination erinnern. Ich möchte, dass du mir dabei hilfst, Adal, indem du mit allem auf mich einschlägst, was du auf dem Kasten hast. Okay. Wenn ich ihn sehen würde, der so etwas verstreut, dem würde ich das selber zum Fressen geben. Klingt hart, aber ist so. Ja. Das Problem ist, dann, ne, würde man selbst halt Ärger kriegen, aber ich glaube, in dem Moment wäre mir das dann halt auch sowas von egal. Auch bei Filmen, wenn Menschen sterben. Okay, wenn Tiere sterben, oh nein! Ja! Ist so. Die erste Frage, wenn ich mit meinem Verlobten einen Film gucke, den er schon kennt, ich aber nicht, und dass Tiere drin vorkommen. Die erste Frage, die ich stelle, da stirbt aber kein Tier, oder? Ist das Erste, was ich frage. Immer. Und egal, ob es ein Pferd ist, ob es ein Hund ist, ob es eine Katze ist, ob es ein Vogel ist. Ich fange sofort an zu heulen. Er guckt mich dann immer nur so an. Also, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du heulst. Die einzigen zwei Filme, wo er auch jedes Mal wie ein kleines Kind anfängt zu heulen, was ich mega süß übrigens finde, ist bei Marley und ich. Da weint er. Das finde ich ganz, ganz cute. Und bei Hachiko. Oh, als wir Hachiko das erste Mal gesehen haben. Wir lagen in den Armen und haben gegenseitig geheult. Wir haben einfach nur geheult. Und dann muss ich automatisch auf meinen Kater denken. Ich habe die Szene heute noch vor Augen. Marley ist ganz schrecklich, ja. Ich finde beide Filme wunderschön. Aber ich kann beide nicht mehr gucken. Ich kann beide Filme nicht mehr gucken. Ich habe auch einmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß, leider. Das war ein Animationsfilm mit einer Katze. Und ich habe da am Ende auch einfach nur noch geheult. Weil die Katze ist halt verloren gegangen. Und dann wurde sie halt quasi ersetzt. Und dann kommt die Katze quasi nach Hause, sieht das und ist tief traurig, dass es dann halt ersetzt wurde und so weiter. Und, oh, nee, das habe ich auch geholt. Oh,
ich auch geholt, weil ich nur dachte, nein. Ich hätte, glaube ich, bis an mein Lebensende nach meiner Katze gesucht. Statt mir dann eine neue zu holen. Selbst bei König der Löwen heule ich heute noch. Ich freue mich überall, wo Tiere sterben. Meistens will ich es auch gar nicht wissen. Ich spule noch meistens vor. Ich spule meistens vor, wenn ich weiß in einem Film, okay, da stirbt ein Tier. Nee, das kann ich nicht. Nee. Da fließen bei mir alle Dämme. Ich hab's wieder. Was? So wie ein Fluss sich seinen Weg ins Meer bahnt, ungeachtet aller Hindernisse, so müssen auch unsere Kombinationen fließen. Vielen Dank. Die rasende Wut deiner Kombination hat meinen grauen Zellen auf die Sprünge geholfen. Ich erinnere mich wieder an alles. Meister, es ist Wegfall. Er ist zurück in Ulda und verlangt, dass ihr gegen ihn antretet. Sofort. So sei es. Nun denn, ich werde mich um Wegfall kümmern. Er wird als Erster und am eigenen Leib erfahren, dass die Götterfaust es wieder krachen lässt. Aber es ist halt echt so, im Film stirbt irgendeine Person, denke ich mir so, ja, okay, ist traurig. Jetzt weiter. Fast jedem Film wird hier sterben. Ich hasse das. Ja, ich auch. Ich auch. Das ist echt furchtbar. Ich sag nur Bambi. Bambi höre ich bis heute noch. Bambi ist auch furchtbar. Es gibt so viele Filme, bei denen ich heule.